Moin Moin, liebe YouTube-Süchtigen. Ja, ich habe, wie ihr schon in der Videobeschreibung wohl gesehen habt, Nachricht vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, was meinen Fall anbetrifft. Da habe ich ein kleines Schreiben gekriegt und ja, die haben entschieden. Dann wollen wir mal anfangen. Sehr geehrter bla 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 bla, wissen wir alle, Ihre am 21. April 2013 eingelegte Beschwerde wurde hier unter den obigen Nummer registriert. So, ja, das wissen wir ja. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zwischen dem 5. September 2013 und dem 19. September 2013 in Einzelrichterbesetzung Herr Keller entschieden hat, die Beschwerde für unzulässig zu erklären. Diese Entscheidung erging am zuletzt genannten Datum. Soweit die Beschwerdepunkte in seiner Zuständigkeit fallen, ist der Gerichtshof aufgrund aller zur Verfügung stehenden Unterlagen zu der Auffassung gelangt, dass die in den Artikel 34 und 35 Konvention niedergelegten Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Diese Entscheidung ist endgültig und unterliegt keiner Berufung vom Gerichtshof sowie an einer großen Kammer, wie die Große Kammer oder einer anderen Stelle. Sie werden daher Verständnis dafür haben, dass die Kanzlei Ihnen keine weiteren Auskünfte über die Beschlussfassung des Einzelrichters geben und auch keine weiteren Schriftverkehr mit Ihnen in dieser Angelegenheit führen kann. Sie werden in dieser Beschwerdesache keine weiteren Zuschriften erhalten und die Beschwerdeakte wird einem Jahr nach Datum der Entscheidung vernichtet werden. Die vorliegenden Schreiben ergeht nach Artikel 52a Verfahrensordnung des Gerichtshofs. So, was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, ich werde euch dieses Dokument oder ja, dieses Schriftstück auch gleich noch eben einblenden am Ende des Videos und werde euch auch dann die beiden Artikel einblenden. Das war 34 und 35. Das ist einmal 34, das ist Individualbeschwerden. Das heißt eben, dass jede Person das Recht hat zu beschweren und bla bla bla. So, und das Artikel 35, das ist dann eben, ja, dass sie das so ablehnen können, wenn die meinen, ja, dass es nicht so ist. Und dass man erst sämtliche Gerichtsinstanzen durchgehen muss, bevor man bei dem Gerichtshof anhängig werden kann. Ich hatte das damit begründet, dass ich es nicht einsehe, diese ganzen Gerichtsdistanzen durchzugehen, weil es immer auf dasselbe hinausläuft und sämtliche Gerichte im Prinzip ja illegal sind in der BRD und deswegen es keinen Sinn macht, diese ganze Chose durchzuziehen. So, darauf haben sie sich nicht eingelassen. Ist klar, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, heißt das ja so schön. So, ich werde euch diese Artikel 34 und 35 gleich einblenden und ich werde euch auch das Schriftstück nochmal einblenden, dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Ja, wie geht es nun weiter, weiß ich noch nicht. Das war irgendwo abzusehen, weil die stecken im Prinzip ja alle unter einer Decke, das weiß man ja. So, nur wäre ja vielleicht ganz schön gewesen, wenn sie sich auf sowas einlassen oder vielleicht auch mal andere Schritte und Wege gehen. Ja, ich habe natürlich noch ein bisschen was im Petto, habe mir schon so meine Gedanken gemacht, wie ich weiter vorgehe, denn ich habe ja auch noch Forderungen gegenüber gewissen Personen und da wollen wir dann mal eben sehen, was dabei rumkommt. Ich werde natürlich nicht sagen, was ich jetzt hier mache, weil das wollen wir lieber nachlassen. Leute, die gucken die Videos auch und die sollen nicht im Vorhinein schon informiert werden. Auf jeden Fall kann ich bloß sagen, das ist hier noch nicht das Ende. Es wird weitergehen. Das ist, wie gesagt, abzusehen gewesen. Und wie ich jetzt genau noch so weiter vorgehe, naja, ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Und
Naja, wenn euch mal was einfällt, was man eventuell machen könnte, an wen man sich noch wenden kann. An den Alliierten habe ich schon versucht, dass, naja, das bringt auch nicht so das Wahre. Wenn ihr mal Ideen und Vorschläge habt, wie man dann weiterhin noch vorgehen könnte oder was man vielleicht machen könnte, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Und dann tue ich in der Videobeschreibung nochmal einen Link reinsetzen für alle die, die mit dem Europäischen Gerichtshof da ein bisschen Interesse dran haben. Und zwar einen Link, wo man dieses Merkblatt hier als PDF runterladen kann. Und dann könnt ihr euch diese Artikel auch mal in aller Ruhe durchlesen und die Verfahrensweise, wie es da abläuft oder wie es da ablaufen sollte. So, das war nur ein kleines Infovideo dazu. Thema Gerichtshof. Vorläufig abgehakt, will ich mal sagen. Und ja, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und ja, denkt dran, was sage ich nur immer, Freiheit fängt da oben an, im Kopf. Bis dann, ciao. Ne?